Weisung 832. Möglicherweise schadhafte Teleporter dürfen nicht mit lebenden Bürgern getestet werden. Bürger dürfen nicht vergeudet werden, es sei denn, sie verstoßen gegen eine Weisung. Ohne Erlaubnis des Konzerns darf kein Bürger gefährdet werden. Yay, wir sind in den Tausenden angekommen. Okay. Weisung 1225. Verräterisches Material muss augenblicklich vernichtet werden. So langsam ist das Vorlesen kürzer als das Runterscrollen. Kann ich eigentlich auch so scrollen? Nein, natürlich nicht. Weisung 2134. Nur Bürger, die deprimiert sind, dürfen Bürger in Not anrufen. Zur Beachtung, deprimiert zu sein verstößt gegen die Weisungen 2, 3, 772 und vermutlich noch einen Haufen anderer. Wenn du es noch nicht mal weißt, wer soll es dann wissen? Das heißt, man bekommt sofort eine Persönlichkeitsstrukturierung aufgebrummt. Die jetzt hier, oder? Weisung 3433. Beschädigte oder in irgendeiner Hinsicht unsichere Fahrzeuge dürfen nicht gefahren oder geflogen werden. Ja, die ganzen Weisungen, gegen die wir schon verstoßen haben. Ich hab's schon verstanden. Weisung 4334. Das Herumspielen mit blitzenden, einfach megascharf aussehenden Raumfahrzeugen ist definitiv nicht erlaubt. Was? Okay. Weisung 4334. Oh Das nein, Herumspielen mit... jetzt bin ich tatsächlich mal durcheinander gekommen. Weisung 4391. An einem höherrangigen Bürgertorhüter vorbei ein Tor zu schießen, ist nicht gestattet. Was? Ja, natürlich wird selbst der Sport kontrolliert, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt Sport haben. Weisung 6343. Bürger, die offene Fahrzeuge fliegen, dürfen keine Arbeitskleidung des Konzerns tragen. Das Tragen eines Helmes ist Pflicht. Ah ja, daher kommt es mit dem ersten Rätsel. Jetzt sind es nur noch diese, oder? Weisung 7893. Behauptungen, dass der Konzern tyrannisch, schlecht geführt, finster, bösartig, korrupt und unfähig ist, jedem Bürger ein erfülltes Leben zu ermöglichen, sind erstunken und erlogen. Bürger haben solche Gerüchte laut Weisung 2 sofort zu melden und sollten sich freiwillig einer Persönlichkeitsumstrukturierung unterziehen. Behauptungen dagegen, die besagen, dass der Konzern das Beste ist, was Bürgern je passieren konnte, sind absolut wahr. Jeder Bürger sollte sein Möglichstes tun, um solche Gerüchte zu verbreiten. Gerüchte verbreiten, aha. Das ist eine höchst unvorteilhafte Formulierung für euch. Omnifahne, schwebend, Geschwindigkeit. Zeitmessung. Glücksdroiden. Diese freundlichen Konzernagenten kümmern sich um die Einhaltung von Weisung 4. Bürger, die unglücklich oder unzufrieden sind, werden rasch ausgelöscht, damit sie nicht länger leiden müssen. Ah ja. Ich glaube, diese Verlinkung, die ist auch gar nicht... Also bei Konzernagent würde man jetzt wahrscheinlich auf Konzern wieder umgelenkt werden. Glücksdroiden. Der schlimmste Albtraum eines jeden Rebellen. Glücksdroiden erkennen jede Unzufriedenheit per Scan
sodass ahnungslose Bürger oft schneller ausgelöscht werden, als sie protestieren können. Mit den Glücksdroiden hofft der Konzern, unter dem Vorwand, sich um das Wohl normaler Bürger zu kümmern, Rebellen zu eliminieren. Ja, wir erinnern uns an die Dame an der Vidfunzelle. Das war schon sehr gruselig. Omnifun schwebend. Spiel, das mit einem nach einem Verräterkopf gestalteten Ball und langen Spitzenstöcken auf einem Omnibrain geformten Feld gespielt wird. Spielfelder befinden sich auf Planeten mit geringer Schwerkraft. Ziel ist es, den Ball an den gegnerischen Wärtern in die Korrektivanstalt, das Tor, zu bringen. Ja. Das ist also der Sport, den sie machen. Geschwindigkeit wird in Enrits gemessen. Ein Enrit beruht in etwa auf C hoch 22 pro dm, wobei C gleich Lichtgeschwindigkeit, d gleich durchschnittliche Dichte des durchreisten Materials und m gleich willkürliche Festlegung des Unsicherheitsprinzips ist. Lichtgeschwindigkeit wurde ursprünglich als höchstmögliches Tempo angesehen, auch wenn es uns heute ein wenig langsam vorkommt. Überlichtgeschwindigkeit bedeutet allerdings, dass der Reisende sich zu unendlicher Masse ausdehnt, was einen Verstoß gegen Weisung 84 bedeutet, sodass die Beantragung einer Lizenz zur Massenerweiterung über einen offiziellen Agenten erforderlich ist. Natürlich ist es aufgrund der Zeitausdehnung in der Praxis unmöglich, den Zeitraum, in dem eine Person als unendliche Masse existiert, auch nur zu messen. Der Besitz einer Lizenz ist jedoch ein Symbol der Treue zum Weisungskatalog. Okay, Moment mal. Willkürliche Festlegung des Unsicherheitsprinzips. C hoch 22, das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Ob Sie mit Unsicherheitsprinzip die Unschärferelation meinen? Das kann schon sein. Aber willkürliche Festlegung, das hat überhaupt keine Dimension. Moment, Faktor A. Faktor A. Ein chemisches Präparat zur Aufhebung der vom Konzern verordneten Gehirnwäschedrogen. Es ist leicht toxisch und kann daher nur gelegentlich und in geringen Dosen angewandt werden. Oh. Probleme bei der Beschaffung der Zutaten schränken die Anwendung ebenfalls ein. Wenn das Subjekt erfolgreich behandelt wurde, muss die geistige Freiheit durch Absetzen von PMS gewährleistet werden. Ja gut, das haben wir ja nicht mehr. Freiheitskämpfer. Heroische, doch im vom Normalbürger nicht wahrgenommenen Untergrund arbeitende Truppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Bürgern, die vom Konzern unterdrückt werden, ein neues, besseres Leben zu verschaffen. Der Langzeitplan: völlige Zersetzung der Konzerninfrastruktur, Vernichtung Omnibrains und Errichtung einer demokratischen Regierung steckt noch in den Anfängen. Doch unser geheimes Hauptquartier nimmt langsam Gestalt an. Sobald Genosse Billy es geschafft hat, die Bücherregale zusammenzubauen, können wir ernsthaft mit dem Kampf beginnen. Bücherregal Billy von Ikea. Geil. Wenn er die Bücherregale zusammengebaut hat, dann können wir ernsthaft mit dem Kampf beginnen. Die sind aber auch schon echt ein bisschen niedlich. Hypnoschirme sind wahrscheinlich Teil des Gehirnwäschevorgangs, dem Bürger in der Persönlichkeitsumstrukturierung unterzogen werden. Wir glauben, dass die Schirme mit Hochfrequenztönen und gleichförmigen Mustern auf den Zustand einer Person derart einwirken, dass sie jegliches Zeitgefühl verliert,
aber noch in der Lage ist, Befehle zu befolgen und Parolen aufzunehmen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann der Konzern diese Dinger im Allorbit anwendet. Ich weiß zwar noch nicht genau, was Sie mit Allorbit meinen, aber es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis die Dinger überall stehen. Verräter TV. Die unabhängige Alternative zum Propagandakanal des Konzerns. Der Konzern strahlt nur einen Sender aus, der natürlich Omnibrains Lehren verbreitet und argumentiert damit, dass der Bürger nur diesen sehen wollen kann, da Omnibrains Wort schließlich absolut sei. Ganz abgesehen davon würde ein zweiter Sender den Bürger jedoch auch dazu ermutigen, sich frei zu entscheiden. Das Grauen des Konzerns. Allein die Existenz von VTV ist daher ein gewaltiger Schlag gegen das System. Und vielleicht sind wir sogar bald in der Lage, Sendungen zu produzieren, damit wir auch etwas auszustrahlen haben. Zu finden ist VTV auf Programm 667. Die Möglichkeit zu zappen, obwohl es eh nur einen Sender gibt, soll den Bürger im Glauben wiegen, er habe eine Wahl. Und dank PMS scheint diese lächerlich durchsichtige List auch noch zu funktionieren. Okay. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich jetzt hier auf Programm gehe. Weil ich glaube, das ist kein Link, der später nochmal kommt, oder? Kommunikationsmittel. Ah, so funktioniert es also. Ja, dann haben Sie vielleicht mal irgendwann nicht nur den Testbildschirm, sondern mal eine richtige Sendung. Zeitmessung. Zeit wird in Einheiten namens Klicks gemessen. Ein Klick besteht aus 100 Miniklicks. Ein Orbit besteht aus 20 Klicks. Und 460 Orbits machen einen großen Umlauf. Ein Orbit ist gleich ein Zyklus des Primärsterns, Metro Prime Standard, und ein großer Umlauf ist ein Tausendstel der Zeit, die die drei Primärsterne zur sukzessiven Angleichung benötigen. Ja, wenn mal unsere Zeitmessung auch so einfach wäre. 20 Tage, 20 Stunden am Tag und jede Stunde besteht aus 100 Minuten. Ich war schon immer dafür, jede Stunde aus 100 Minuten bestehen zu lassen, aber naja. Die Astronomie zwingt uns da ein paar krumme Zahlen auf, leider. Da sind wir mit der 60 und der 24, glaube ich, schon ziemlich gut bedient. Freie Orbits. Der erste Orbit jedes großen Umlaufs ist ein offizieller Feierorbit, der Neu-Umlaufsorbit. Er folgt 15 Orbits auf die letzte freie Orbitperiode Omnifest. Es gibt zwei weitere weniger wichtige Feierorbits in jedem großen Umlauf. Der eine wird 5 Orbits nach der ersten erfolgreichen Assimilation eines Klasse B-Planeten begangen und heißt Neubürgerorbit. Am anderen, Omnival, dürfen leitende Angestellte in Verkleidung diverse Pillen auf andere Bürger werfen. Karneval sozusagen. Ach schön. Haben sie sich bestimmt von der Erde abgeguckt. Und dann halt zugeben, dass die Erde, dann halt reinschreiben, dass die Erde total unterentwickelt ist. Ja, das haben wir gerne. Fenster zu Omnibrain. Diese Einrichtung bietet dem Bürger eine Vielzahl an nützlichen Diensten, wie zum Beispiel der automatische Geständnisdienst, Verrätermeldestellen und ein breites Angebot an farbenprächtigen Omni-Merchandising-Produkten. Regelmäßig werden spannende Preisausschreiben veranstaltet, wozu auch das beliebte Geständnis des Orbits gehört. Alle Informationen werden von Omnibrain persönlich oder einem seiner engsten Vertrauten sorgfältig ausgewertet und vertraulich behandelt. Gerüchte, die besagen, dass die übertragenen Daten verloren gehen, missbraucht oder gelegentlich verfüttert werden, sind unwahr. Okay. Ihr macht ja nur das Geständnis des Tages da draus.
Sternzeit-Nummerierungssystem. Bei der siebenstelligen Angabe der Sternzeit handelt es sich um eine kodierte Zusammensetzung aus Orbit- und Umlaufwerten. Niederrangige Bürger müssen weder das System verstehen, noch die genaue Sternzeit kennen. Ah ja. Wir haben es gleich geschafft. Sternzeit-Nummerierungssystem. Ein bizarres und wenig hilfreiches System, um das Datum anzugeben. Rebellengenossen, die sich für die genaue Funktion dieses Systems interessieren, wird empfohlen, die Sternzeitanzeigen auf öffentlichen Plätzen zu studieren. Vielleicht können wir das ja auch mal irgendwann machen. Verräter-Meldestelle. Dieser nützliche Dienst befindet sich in jeder Fenster zur Omnibrain-Einrichtung. Bürger werden angehalten, jede Form von verräterischem Verhalten, die den aufmerksamen Augen der Vollstreckerbeamten entgehen sollten, niederzuschreiben und in den markierten Spalt zu stecken. Bürger sollten darauf achten, dass unser aller Freund Omnibrain besonders an groß angelegten Verschwörungen und niederträchtigen Beleidigungen Interesse hat. Okay, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind die Enzyklopädie durchgegangen. Mann, 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 Mann. Und wir sind aber um einiges schlauer, wie ich finde. Also waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. Ja, ich werde jetzt hier trotz alledem einfach mal eine Pause machen. Dann bis gleich.